Jetzt sitzt das Mädchen da. Wollte ich euch nur mal zeigen, ne? Aber wir drehen wieder nur zurück, weil wir jetzt ein Mukbang starten. Genau. Genau, ist gut. Ist an, ich sehe da ein Spiegel ob an. Gut. Es gibt dazu einen Gallo Merlot aus dem Jahre 2018. Also schon ein paar Jahre alt, ne? Aber es macht einem Rotwein ja nichts aus. Nö. Es macht dem Rotwein nichts aus. Unser Gast kriegt natürlich auch ein Glas. Ja, wir sagen euch gleich, wer heute unser heutiger Gast ist. Ich nehme mal, ich hoffe, dass er auch, er oder sie, nein, sie. Oh, denke mal schon. Ja. Heute zum Anlass. Ja, zum Anlass, ja. Genau. Na klar. So, Wasser habe ich natürlich vergessen. Müsste ich noch mal schnell Wasser holen? Ja, bitte. Bevor wir dann starten? Ja. Unser Gast hat sich jetzt schon bequem gemacht. Ich tue dabei schon mal auf, ne? Ja, genau. Also, wenn jemand Wasser möchte, hier ist auch noch Wasser. So. Genau. Wollen wir verraten? Nee, pack erstmal auf. Ich pack erstmal auf. Ich tue erstmal auf. Unserem Gast zuerst. Natürlich. So. Na, jo, ein bisschen noch, ne? Gut, gut. Na, erstmal eine Kleinigkeit, ne? Für unseren Gast. Jetzt für die liebe Irmi. Nimm mal hier eine Kanone aus der Ecke, genau. Genau. So. Jetzt für die liebe Ille. Ich nenne mich mal jetzt selber lieb. Ich bin ja auch lieb. Danke. So. Ach so, ich habe meine alte Brille auf. Ach na, jetzt ist es auch egal. Jetzt ist auch egal. Wollen wir das obere Licht wenigstens ein bisschen anmachen? Ja, es wird sehr lieb morgens. Ja, so ein bisschen. Genau, genau, genau. Gut. So, ihr Lieben, willkommen zum Mukbang. Unser heutiger Gast ist Luna. Luna, du bist heute unser Gast. Du darfst heute mit uns speisen. Genau, genau. Lass es dir gut schmecken, Luna, und ein Glas Rotwein auch für die liebe Luna. Natürlich. Wir stoßen mal an. Luna, Irmi, Prost. Prost. Oh, das ist aber gut. Mhm. Ist gut, ne? Ja. Ja, kannst du trinken. Kannst du trinken. möchtest du Käse? Ich esse erstmal so. Essen? Hm? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Hm? Nein? Nein, okay. Auch erstmal so essen. Okay. Guten Appetit. Mhm. Hm? Erstmal geben wir euch ein kurzes Update zum Kalito und dann haben da so viele gefragt nach unserer Liebesgeschichte, Kennenlerngeschichte. Und deswegen möchten wir sie nochmal erzählen. Aber erstmal Update Kalito. Wir waren am Freitag mit Kalito wieder beim Tierarzt. Und ja, organisch und körperlich ist eigentlich alles in Ordnung. Und wir gehen jetzt davon aus, dass er psychosomatisch ist, weil er immer noch nicht den Verlust vom Täler verkraftet hat. Und die Nudeln sind lecker. Mhm. Mhm. Franzi? Wir wollen jetzt mit was anderem probieren. Mit so Art Antidepressiva. Ich habe jetzt aber erstmal die liebe Norma hat mir eine Seite genannt, wo es um Naturheilkunde geht. Und da habe ich jetzt was für den Kalito bestellt. Tabletten. Und mal gucken, jetzt probieren wir das erstmal. Mhm. Genau, die Schilddrüse ist mal so, schwankt. Mal hoch, mal runter. Mhm. Letztes Mal war es in Ordnung, jetzt war es wieder ein bisschen. Na, schauen wir mal. Mhm. Ich möchte in die letzten Jahre seines Lebens. Gibst du mal Wasser bitte rüber? Möchte ich wirklich, dass er noch. Luna möchte gerne ein bisschen noch Wasser. Lebenswert ist, ne? Also. Lebensqualität. Ja. Genau.
Das war zum Kalito. Schmeckt das mit Käse? Hast du Käse drauf? Ja. Schmeckt das mit Käse? Mhm. Okay, dann mach ich ein bisschen Käse. Ja, danke. Muss ich auch ein bisschen Wasser. Ja, bitte. Danke. Na, dann nehme ich doch auch ein bisschen Käse. Aber hat ein bisschen Bums, ne? Ja, so im Abgang. Im Abgang hat ja. Halt so einen kleinen Bums. Einen. Oh lala. Genau. So. Schön. Voll rassisch mit Luna. So, jetzt noch. Jetzt zu unserer Kennenlerngeschichte, ja? Also folgendermaßen. Ich habe Ille kennengelernt, sie hat mich kennengelernt. Das war's. Das war's. Nein. Wir haben uns damals, wir schreiben das Jahr 2009. Neun, ja, richtig. 2009 haben wir uns eigentlich schon kennengelernt. In einem Chat. Ja, da haben wir. Ja, früher habe ich noch geschattet. Also, was heißt geschattet? Ich habe eigentlich nie gern geschattet. Ich habe halt immer nur zugeguckt und mitgelesen. Und da ist mir die irgendwie das erste Mal aufgefallen. Ich kann auch noch ihren Nicknamen sagen. Daydream? Mhm. Nee, Dreamless. Dreamless. Dreamless? Traumlos. Genau, Dreamless war das. Ich weiß ja nicht mehr, wie ich hieß. Na, du warst am Anfang auch Kettfee. War Kettfee, ne? Mhm. Ja, genau. Kann schon sein. Ja. Mhm. Eigentlich haben wir uns nicht so wirklich. Ja. Ich sag mal so, wenn du geschattet hast, dann hast du mit jemand anders geschattet und da hab ich gedacht, naja gut, da mischte ich mal nicht mit ein. Ja, genau. Dann hat sich begrüßt, wenn man in den Raum reingekommen ist, Hallo geschrieben. Aber so wurde ich miteinander geschattet, haben wir eigentlich derzeit noch gar nicht, ne? Nee. Wir waren nur so anschnuppern. Anschnuppern. Huch. Und ja, und so war das eigentlich. Also wir haben dann immer mehr geschattet, privat geschattet. Wir haben dann auch schon mal die Telefonnummer auseinandergetauscht. Nein. Hm. Weil bei diesem Chat musste man echt aufpassen, weil viele Männer haben sich dort als Frauen ausgegeben, weil der Raum war nur für Frauen. Ja. Und da musste man immer vorsichtig sein, ob mit wem du jetzt chattest, ob das wirklich eine Frau ist oder ein Mann. Ja, es leuchtet. Es leuchtet, genau. Es leuchtet. Mhm. Und bei Omi dachte ich am Anfang immer, ach, das ist ein Typ, war es ein Kerl. Und deshalb bin ich auch nie wirklich so eingegangen, so, mit, so richtig, ne? So richtig gechattet. Nee. Nö. Ich war immer sehr kurz angebunden. Bis sie dann mal sagte, na, wir können ja Telefonnummern tauschen. Und da habe ich mir gedacht, na, kein Mann gibt seine Telefonnummer raus, wenn er sich hier als Frau ausgibt. Nee. Und so haben wir dann mal Telefonnummern getauscht. Oh, ist warm. Und dann haben wir mal telefoniert. Dann haben wir mal telefoniert, genau. Und dann habe ich gesehen, dass es doch eine Frau ist. Und vorher ist er mir aber immer noch. Bevor er zum Telefongespräch kam, ist es mir schon aufgefallen, immer mehr aufgefallen, weil muss ich vorstellen, ne? Also ist ja so ein Chatraum. Wer hat früher gechattet oder chattet heute noch? Ich chatte ja nun gar nicht mehr. Sie kommt dann rein, dann siehst du den Chat, Dreamless betritt den Raum. So. Dann ist er drin, Dreamless verlässt den Raum. Und so ging das ständig. Rinnen, raus. Ich dachte mal, wen sucht sie denn, ne? Warum kommt sie immer rein und geht raus? Wem sucht sie denn? Ja, so war es. Naja, ich war ja auch ein bisschen zurückhaltend. Ne? Ich war
muss man ja mal so sagen. Wann warst du? Zurückhaltend. Mhm. Ja. Ich bin ja nicht mit der Tür ins Haus gefallen. Nee, bist du nicht. Nee. Na, jedenfalls haben wir dann telefoniert und mussten ja mal heimlich telefonieren, kann man ja sagen. Ja. Klar, ich bin verheiratet. Ja. Naja, gut. Und dann irgendwann hat Ille dann gesagt, du, ich komm dich mal besuchen. Das war aber schon 2010. Das war dann schon 2010. Naja, gut, wir mussten ja uns ja auch so einfach einschnuppern und so weiter. Ja. Wir haben dann mal so gechattet und haben gemerkt, ach, wir verstehen uns ganz gut und irgendwie entwickelt sich da was. Und ja. 2009, ich war glaube Mitte des Jahres, Ende des Jahres 2009, keine Ahnung. Nee, September, ne? September. Ja. Genau. Da hat sie sich dann das ins Auto gesetzt und. Das war dann 2010 schon. Ja, wo du denn schon lange nicht mehr Autobahn gefahren bist und dann. Na, ich durfte, konnte ja, ich war ja. Ich hatte ja eine OP. Ja, stimmt auch. Genau. Ich hatte ja mein Golfarm wurde operiert. Und da konnte ich gar lange kein Auto fahren. Und war ich auch lange krankgeschrieben. Und dann habe ich ja mit dem Arzt gesprochen und mit der Krankenkasse gesprochen, habe gefragt, ob ich wegfahren kann. Ja, und dann haben die genehmigt und dann bin ich dann zu dir runtergekommen. Mhm, genau. Ja. Und hier von Hannover. Genau. Ja. Bist angekommen, bist geblieben. Ja. Mehr oder weniger. Wir haben uns dann auf dem Parkplatz irgendwo verabredet, ne? Mhm. Mhm. Auf dem Parkplatz, ich hatte mir vorher schon ein Zimmer gemietet dort in der Nähe. Und sind dann, und auf dem Parkplatz haben wir uns dann getroffen. Da haben wir uns das erste Mal ja real, live. Wir haben uns so über Cam gesehen und so und ihr chattet, aber live ist natürlich was ganz anderes, wenn man sich live trifft. Da kann die Chemie auf immer ganz schlagartig weg sein. Dass man sagt, oh nee, das ist es nicht, ne? Es ist ja immer so. Real, virtuell und real sind zwei Paar Schuhe. Ja. Ja, was kam denn irgendwie an? Naja, was ich also schon mal an mir gar nicht gut fand, als ich ein Käppi auf hatte. Da hat sie dann gedacht, das ist doch ein Mann. Ja. Ja. Ja, und dann. Weil Omi hatte ein Käppi auf und ich mag das nicht. Also, mochte das nicht. Ja. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Richtig. Dann haben wir ein bisschen Zeit verbracht. Auch immer heimlich. Ja. Muss man leider sagen. Ja, natürlich. Weil ihr Mann wusste ja nichts davon. Also heute weiß er. Ja, heute. Und ja. Und so haben wir uns dann wirklich kennengelernt, ne? Dass wir uns real getroffen haben. Ich bin dann immer runtergefahren. Habe mir dann ein Zimmer gemietet. Na, dann bin ich auch irgendwann mal. Naja, kommt ja noch. Ja. Kommt ja noch. Also, entschuldige bitte, ich greife schon wieder voraus. So, ne? Und dann halt, wo hat irgendwie gesagt, naja, du würdest auch mal gerne kommen. Ich sage, kannst gerne kommen, kannst mich besuchen kommen. So, dann waren wir da, war ich auch gerade da. Ach, das war 2010 zu deinem Geburtstag. Mhm. Wo ich da war. Kurz vor deinem Geburtstag war ich da. Genau. Und dann hast du denn zu deinem Mann gesagt, was du dir zum Geburtstag wünschst. Was hast du da gesagt? Naja, bin seit 1974 nicht mehr in Berlin gewesen. Und er könnte mir eine Reise nach Berlin schicken. Schenken. Zumindest nur die Fahrt. Den Rest, war ja ein bisschen, deboriert, sag ich mal so. Und dann hat er mir dann die Fahrt hin und zurück. Man konnte ja damals noch recht günstig von Hannover nach Berlin fahren mit dem Zug. Hat er mir spendiert und dann bin ich das erste Mal hier in Berlin angekommen. Genau. Da war ich dann, wie lange war ich denn da? Ein Wochenende oder was länger? Etwas über ein Wochenende war. Ein bisschen länger als ein Wochenende. Mhm. Genau. Mhm. Dann war ich noch vom Hauptbahnhof haben wir dich abgeholt, ne? Meine Schwester und ich. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja.
Ja, dann. Du warst, wie oft warst du hier in Berlin? Ich war bei dir. Warte mal, einmal, dreimal war ich bei dir, ne? Ja, eigentlich. Und ich glaube, zweimal, ne? Oder auch dreimal. Ich glaube, im Oktober war ich bei dir. Also kurz vor meinem Geburtstag 2009 war das. Dann Silvester. Dann war ich Silvester bei dir. Und dann, mein Mann musste arbeiten. Genau. Und dann, wie gesagt, und dann habe ich dich ja. Nee, das war nämlich so. Ich war da und du hast zu deinem Mann gesagt, du würdest gerne mit nach Berlin fahren. Ja, toll. Und da habe ich dich ja mitgenommen. Ja, stimmt. Ich habe dich ja mitgenommen nach Berlin. Ja. Und habe dich auch wieder nach Hause gebracht. Ja. Und da die anderen Male bist du mit der Bahn gekommen. Genau, stimmt. Genau so war es. Genau. So war's. Dein Mann stand da wie eine Detaxi jetzt nicht wirklich gesagt. Gut, danke. Und dann bist du mit nach Berlin gefahren mit dem Auto, genau. Richtig, stimmt, genau. Und dann habe ich dich wieder zurückgebracht und bin am gleichen Tag noch zurückgefahren. Gott, da ging es mir noch gut, ey, oh weia. Naja, da war ja auch alles bevor ich krank wurde. Ja, naja, und dann? Und dann hast du hier Fallen dran gefunden und bist dann öfter nach Berlin. Richtig. Ich glaube, wie oft warst du denn hier? Ich war auch dreimal. Ja, immer noch dreimal warst du hier? Ja. Einmal auf der Rückfahrt bin ich dann anstatt in Magdeburg ausgestiegen, weil ich umsteigen musste. Anstatt in Magdeburg bin ich in Burg, die Haltestelle vor Magdeburg, ausgestiegen. Ja, gut. Ich habe es dann auch gemeistert. Ne? Ich bin dann mit der nächsten S-Bahn bin ich dann nach Magdeburg reingefahren. Habe dann mit einem Fahrdienstmitarbeiter gesprochen. Ich habe gesagt, so und so, ich habe leider keine Fahrkarte für den Zug, steigen Sie ein. Sie haben ja eine Fahrkarte, steigen Sie ein. Alles gut. Ja, dann bin ich ein bisschen nach Hannover wieder gefahren. Ja. Und für mich stand, als ich irgendwie das erste Mal gesehen habe, für mich stand eigentlich gleich fest, ja, das ist er. Mit ihr möchte ich alt werden. Obwohl ich den Käppi auf hatte. Aber ich habe das Käppi dann im Laufe der Jahre abgenommen. Ja. Jetzt gefällt mir das ja wieder mit diesen Haaren. Ne? Du hattest doch einen anderen Haarschnitt, muss man dazu sagen. Also, ja. Und mach alle. Ja. Und für mich stand gleich fest, ja, das ist die Frau, mit der ich alt werden möchte. Irgendwie war ich da noch nicht so sicher. Nee. Und dann? Denn ich hatte nämlich zufälligerweise ein Gespräch mitgehört, wo sie wohl mit einer Freundin telefoniert hat und wo die Freundin wohl gefragt hat, ob das was ist. Und hast du gesagt, das weiß ich noch nicht. Nein, das wusste ich noch. Und da war ich so verletzt. Oh. Ma? Ja. Aber da war ich echt verletzt. Ja, naja, aber ich musste mich ja auch erstmal mit der Situation erstmal so ein bisschen auseinandersetzen. Und zumal ich auch noch bestimmt 30 Kilometer drauf hatte. Ich habe dich trotzdem genommen. Ja. Ich bin trotzdem bei dir geblieben. Du hast mich genommen. Ja, ich bin trotzdem bei dir geblieben. Ja, aber du warst ja nicht wirklich sicher. Nein, am Anfang war ich mir nicht so ganz sicher. Aber hat sich alles. Es zählt ja auch nicht das drumherum, sondern es zählt das innen drin. Ja. Und ja. Gut, und dann habe ich irgendwann mein Rheinwein eingeschenkt. Weil ich das kann nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ich packe meine Sachen. Er ist in der Zwischenzeit nach Südtirol mit einem Freund nach Südtirol in Urlaub gefahren und ich habe meine Sachen gepackt. Jetzt hat man gesagt, wenn du aus Urlaub kommst, bin ich nicht mehr da. Ja. So. Und ja, dann bist du mit deinem. Mit meinem Bruder. Wir haben uns ein kleines Pritsche, nennt sich bei uns, gemietet und sind rübergefahren. Rüber, naja. Für uns Berliner ist alles, was außerhalb von Berlin ist, rüber. Wir sind rübergefahren. Ja. Sprecht ihr Berliner mir dazu? Für uns waren wir so rübergefahren. Ob nach Westen oder Osten, wir sind rübergefahren. Und dann haben wir irgendwie Sachen geholt. Omi hat alle gepackt, was sie brauchte, was sie mitnehmen wollte. Für mich war das auch Neuland, weil ich hatte zwar Beziehungen, ich habe auch jahrelange Beziehungen gehabt und vor ihr war ich ja mit einem Mann zusammen, aber ich habe nie mit einem Partner zusammengelebt.
Also für mich war das völlig neu. Und ich habe echt überlegt, ob ich das überhaupt schaffe. Jeden Tag hast du jemanden um dich herum. Kannte ich ja bis dato nicht. Ne? Und ich gebe auch zu, am Anfang war es wirklich schwierig für mich, dass ich oft gedacht habe, na, war das wirklich richtig, mit jemandem zusammenzuziehen. Aber ihr seht ja, wir haben das Jahr 2021 und wir sind immer noch zusammen und uns. Und wir haben so viel durch in den 12 Jahren sind das jetzt fast, ne? 2009 kennengelernt? Ja. 2011 ist wobei, eher weit so. Wobei du eigentlich ja sagen musst, seitdem ich jetzt hierher gezogen bin, dass wir viel durch hatten. Denn davor ja. War ja nichts. Nee. Und damit hat auch keiner rechnen. Wie gesagt, 2011 September ist er dann hergezogen. Und ja, war alles ungewohnt, auch für dich, oder Mo? Mhm. Natürlich. Natürlich. Naja, und dann wohnte ja ihr Sohn ja auch noch hier. Und dann hatten wir sonst so einigermaßen gemütlich gemacht und ich brauchte aber nun auch ein bisschen Kleiderschrank. Einen Kleiderschrank. Naja, und dann haben wir uns bei IKEA. Bei IKEA einen Kleiderschrank gekauft und haben den Kleiderschrank so drapiert, dass wenn ich Klamotten reingehe, raushole, er das nicht leicht sieht. Also, ja, also praktisch so als Sichtschutz gemacht. Als Sichtschutz. Weil das ja, es war ja noch sein Zimmer, ne? Ja. Aber er war ja schon mit seiner Stella, also mit seiner Freundin zusammen, ja. Mit der er das Kind hat, waren ja zusammen. Und er war ja überwiegend auch bei ihr in der Wohnung anstatt hier, ne? Also, ja, mein Sohn hatte ein bisschen zu kämpfen damit. Seine Mama und immer, er hat seine Mama immer nur für sich gehabt und. Ja, und dann hat er dann gesagt, der Schrank muss raus, ich ziehe aus. Das war der schärfste Satz. Ja. Ja. Der Schrank ist rausgekommen, aber er ist auch trotzdem ausgezogen. Also, wir haben ihn nicht rausgeekelt, ne? Aber er ist dann zu seiner Freundin gezogen und. Das war 2011 und 2012 kam ja Jason schon. Ja, ne, genau. Die ist ja im Dezember 2011 schwanger geworden. Ja. Und also er wäre sowieso ausgezogen. Weil mein Sohn war ich meine, er hat noch lange hier gewohnt bei Mama, ne? Ja. Ja. Ja, und man sagt, es war das, wenn heute Resümee, war das eine gute Entscheidung, hierher zu kommen? Oder hast du das jemals bereut? Ganz ehrlich jetzt. Nein, ich hab's nicht bereut. Nein. Das heißt doch wie einen guten, so einen schlechten ja. Zeiten. Nö. Und ich denke, wenn wir, also wenn ich nicht krank geworden wäre, wenn wir nicht so viel durch hätten, ich glaube dann, aber dadurch, dass wir so viel durchmachen mussten, das hat uns so zusammengeschweißt. Ja. Oder? Ja. Damit hat ja auch keiner gerechnet, ne? Dass man dann von heute auf morgen so krank wird. Und wir waren ja erst sehr kurz zusammen und dass das wirklich die Beziehung standgehalten hat. Also dafür danke ich dir heute noch. Also das wirklich, andere wären gegangen, ne? Ja. Du bist geblieben. Ja, ich bin geblieben. Warum wohl? Ja, weil du mir liebst. Hey, weil wir uns lieben. Genau. Deswegen. Genau so ist es. Leuchtet's noch? Ja, leuchtet noch. Ja. Ja. So ist und das. Das ist unsere, eigentlich unsere Geschichte, ne? Kurz und schmerzlos. Das ist. Naja, obwohl da waren ja zwischendurch. Schmerzen. Was heißt zwischendurch? Aber am Anfang, als wir uns kennenlernten. Schmerzen. Du musst jetzt nicht alles, musst jetzt nicht alles aus dem Keller rausnehmen. Nein, das nicht. Aber das lasse ich ja im Keller. Aber als wir uns schon so dachten, okay, das könnte was werden und wir schon so geflirtet haben, immer so. Dann habe ich mit jemand anders geschrieben und dann sagt die zu mir im Chat, ah, ich habe da jemanden kennengelernt. Ach ja? Schön, freue ich mich für dich. Ja, ist schon ein bisschen älter, die ist 50. Aha, meine Ohren, ne, die wurden immer größer. Aha, ja, die ist auch hier im Chat. Aha. Ja, wir telefonieren jeden Tag und sie schickt mir jeden Tag eine SMS und aha, oh mein Herz. Dann sagt, wie heißt sie denn? Ich musste mir nicht sagen, aber
Doch, kann ich dir sagen, Dreamless. Boah. Ja. Das ist die, die Frau hat sich das alles nur eingebildet. Da habe ich auch gedacht, mir macht sie Avancen, ja. Oder wie sagt man? Ja. Und da flirtet sie rum. Nee, da hat sie, die hat sich das alles eingebildet. Aber die hat sich das nur eingebildet, ja, das hat ja nicht stimmen. Ja, ach was. Wir haben uns ein, zwei Mal unterhalten und dann hat sie gedacht, naja, gut, das wäre doch was für mich. Und vor allen Dingen habe ich so im Nachhinein erfahren, die war nur darauf aus, bei jemandem unterzukommen. Ja, wäre sie bei eh in der falschen Adresse. Wäre sie bei mir eh in einer falschen Adresse gewesen. Und dann hat sie sich, weil ich dann wohl auch gesagt habe, nee, du, also, das wird nichts. Das wird schon ganz und gar nichts, weil ich ja mit Ille zusammen bin. Und da hat sie dann eben halt so von wegen, ja, sie sagt, sie hat jeden Tag zu mir und ich liebe dich und was weiß ich nicht alles gesagt und ja. Ja, das sagst du auch jeden Morgen hast du sie telefonisch geweckt. Ja, naja, natürlich, klar. Ja. Hat sie sich alles, ja, ja. Oh, da war ich echt auf 180, ja. Nee, also. Ich war sowieso sehr, ja, weil ich habe mich ja gleich irgendwie verliebt und ich war wirklich eifersüchtig und ich auch eifersüchtig auf ihren Mann, ne, dass sie denn noch da war und dann, war echt eine schwierige Zeit für mich. In der Zeit, wo du noch nicht hier warst. Und ich habe jeden Abend eine Flasche Wein getrunken und ich war echt, oh nee, echt. Ja. Und dann kam, sah und siegte sie. Und blieb. Und blieb. Und blieb. Bis heute. Ja. So viel Dank ich dir, mein Schatz. Ja, und blieb. Ja. Sie blieb. Und uns trennt sowieso nur der Tod. Also wir sind so, wir sind in Kick und weil wie gesagt, uns hat so viel zusammengeschweißt. Uns kann ja keiner trennen, weil das, was wir durchgemacht haben, das glaubt, das hätten andere ja nicht geschafft. Und Leute, glaubt mir, es war nicht einfach. Glaubt mir, es war nicht einfach. Ich war nicht einfach während meiner Erkrankung. Ich war ganz eklig. Ganz, ganz eklig. Wirklich ganz eklig. Auch zu Omi ganz eklig. Also, aber das war ich nicht. Das war einfach die ganze Chemo, die ganze Erkrankung, das ganze Drumherum. Und wie gesagt, und Schmerzen verändern den Menschen. Schmerz verändert einen Menschen. Wenn ein Mensch Schmerzen hat und glaubt mir, ich will nicht jammern. Ich bin dankbar, dass ich das erstmal so alles überstanden habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich es überstehe und ohne Irmi an meiner Seite hätte ich es auch nicht überstanden. Und deshalb bin ich ihr so dankbar, dass das alles wirklich, dass sie nie gegangen ist, dass sie immer geblieben ist. Und das macht Liebe aus, ne? Das macht wirklich Liebe aus. Nur wenn man sich wirklich liebt, überwindet man solche Erfahrungen. Ne? Solche Hürden, ja. Ja, und jeder achtet dich, weil ob es meine Onkologin ist oder so, jeder, die, ja, alle kennen sie dich. Ja, bin ja immer mitgefahren. Ja. Gut, jetzt. Wissen noch, als sie mir die Lumbalpunktion machen wollten, ja. wo du drin bleiben wolltest, wo Frau Doktor gesagt hat, nee, sie möchte nicht zwei Ohnmächtige haben. Ja, ja. War immer da. Irgendwie war immer da. Immer war sie da. Ja. Und das macht Liebe aus. Und diese Liebe, glaube ich, erfahren nicht viele Menschen auf dieser Welt. Glaube ich nicht. Nee, ich glaub's nicht. Glaubst du das? Also ich hätte nie daran geglaubt, dass ich wirklich nochmal jemanden finde, mit dem Menschen mein Leben verbringen möchte, hätte ich nie und nimmer. Aber glaubt mir, Leute, wenn ihr nicht mehr daran glaubt, dann passiert es. Deshalb alle, die auf Partnersuche sind, glaubt dran, irgendwann passiert es. Und wenn es nicht passiert, dann soll es halt so sein. Ja, das ist mit vielen Dingen. Entweder soll es sein oder es soll nicht sein. Oder soll nicht sein. Und wir sind glücklich. Wir haben zwar nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber wir sind glücklich und wir machen uns das schön. Wir genießen unser Leben. Und ja. Wir respektieren uns und achten uns. Und das Gesunde an unserer Beziehung ist ja, dass wir auch immer alle reden, ne?
Wenn ich sage, wenn wir lassen nichts unausgesprochen, ne? Nein. Nee, wir lassen nichts unausgesprochen. Was denn? Nein, wir sprechen über alles. Egal, auch wenn der Pup quer liegt, wir sprechen drüber. Und das macht eine Beziehung aus. Man muss wirklich über alles sprechen können, alles sagen können, was einen bedrückt und nicht und doch und hier und da. Nicht in Flappe ziehen und ins Zimmer gehen. Kennen Sie ja manchmal, hast du was? Nein. Ich sage, nein, meinst du, ich bin doof? Ich sehe, dass du was hast. Ja, und dann fängt es mich an. Na, Schatz, ja, immer erst sagen, ich hab nichts. Natürlich, Schatz, ich sehe dich doch. Hab doch nichts. Ich kenne dich doch. Maus, ich kenne dich. Du kennst mich gar nicht. Ich kenne dich. Du kennst diese Seite noch gar nicht von mir. Ich kenne dich. Das wirst du erst in den nächsten 10 Jahren kennenlernen. Luna, und wird dir unsere Geschichte gefallen? Gut? Ja? Ja. Willst du eintrinken? Willst du eintrinken? Na, trink mal ein. Komm, nimm mal hin. Trink mal zu. Prost. Mal zu. Mit diesem Anstoße verabschieden wir uns aus diesem Video. Ich weiß noch nicht, wann das Video online geht. Vielleicht geht es heute noch online. Ich weiß es nicht. Wir wünschen euch auf jeden Fall was. Liebe Luna, danke, dass du unser Gast warst. Ja. Und mal sehen, wer beim nächsten Mal an unserem Tisch mit sitzt. Das war ganz spontan. Das war ganz spontan, war nicht geplant. Nein. Weil ich gekocht habe heute, gedacht, ach komm, dann können wir gleich mal einen Mukbang machen, können gleich mal die Geschichte erzählen. Wir werden ja so oft danach gefragt. Und jetzt haben wir es gemacht. Und jo, wir wünschen euch was. Habt euch alle lieb. Ja, habt euch alle lieb. Bleibt gesund. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja. Und was sagen wir denn? Immer wieder gerne. Tschüss. Tschüss. Oh, das ist echt lecker, der Wein. Benediktum, Benedaktum, in Afrika auf den Nacktum, am Arsch sind sie bewusst, Prost. Bling. Das war das Wort zum Sonntag.